Eine beschwickte Reise durch Rheinhessen war es bisher. Sie wird noch prickelnder. Ein Prost auf den Winzersekt. Anfang der 80er Jahre haben die Rheinhessen die Methode, mit der der weltberühmte Champagner hergestellt wird, übernommen. Doch das perlende Getränk interpretieren sie selbstbewusst und eigenwillig. Aus Sprendlingen kommen die Winzersekt-Pioniere. Dort haben sich Winzer zu einer Erzeugergemeinschaft zusammengeschlossen. Flörsheim-Dalsheim ist in den letzten Jahren nicht nur wegen seiner hervorragenden Weine zum Wallfahrtsort für Genießer geworden, sondern auch wegen des Winzersekts von Volker Raumland. Seine hochgelobten Spitzensekte entstehen in sorgfältiger Handarbeit und ich lerne, dafür braucht man Fingerspitzengefühl. Also hier im Rüttelpult sehen Sie, wie man die Flaschen abrüttelt, indem man sie etwas anhebt und einfach etwas rüttelt und eine Achtel- bis Viertelumdrehung weiter dreht. Ich sage immer, in der Ruhe liegt die Kraft. Sie können es gerne noch mal probieren. Bin so ein bisschen stürmisch noch. Ja. Bisschen weniger. Genau. Ja. Traditionelle Methoden und eine moderne Kellertechnik. Das ist für Raumland kein Widerspruch. Kurzfristigen Trends hinterher zu jagen, ist nicht sein Stil. Volker und Heiderose Raumland setzen auf Individualität. Jeder Jahrgang, jede Sorte hat eine eigene Persönlichkeit. Dass unser Sekt nicht jedes Jahr gleich schmeckt, das finde ich auch das Spannende daran, dass man den Jahrgang mit herausschmeckt. Nicht nur beim Wein, auch beim Sekt. Und durch die Kohlensäure kommt er noch sensibler heraus. Aus Frankreich kommt die Methode, die Qualität kommt aus Rheinhessen. Hier können Sie wirklich stolz sein auf Ihren Winzersekt. Bitte recht häufig.